zum Artback Day 2022, der zum ersten Mal nach der Pandemie auch wieder in der Destillerie stattfinden wird, gibt es natürlich wie jedes Jahr einen eigenen Whisky. Diesmal ist es der Artback Artcore, von dem ich hier ein Sample habe. Der ist mit 46% abgefüllt. Es gab ihn schon in einer Ausführung, die schon veröffentlicht worden ist für die Committee-Mitglieder. So wie er da in der Flasche ist und wie ich ihn da im Glas habe, wird es ihm erst am Artback Day geben, und zwar bei den Embassies oder wie gesagt hier direkt bei der Destillerie. Von den vielen Artback Day Abfüllungen, die ich bis jetzt getrunken habe, ist er nicht unbedingt meine Lieblingsabfüllung, aber sie ist im Kanon der Artback Whiskys ziemlich weit vorne. Und zwar aus folgendem Grund: Er fängt zwar sehr leicht und sehr verhalten an, hat aber nachher wirklich eine Rauchdüse drinnen, die so typisch Artback ist, dass er auf dieser Linie voll überzeugen kann. Was er nicht hat, ist besonders viel Tiefe. Scheint auch so, dass er nicht wirklich darauf angelegt ist. Er hat viel Süße vorne, er ist ganz leicht, trinkt sich im ersten Antrunk wunderbar sanft, macht aber dann sofort den Mund auf und gibt ein deutliches Raucharoma von sich preis, wie es eigentlich kaum sonst bei diesen Artback Day Releases der Fall ist. Am ehesten noch in der Kraft, die er hat vom Rauchigen her, aber ohne diese Punchiness, ohne dieses Pfeffrige vom Artback 8 for Discussion. Der ist noch ein bisschen britzeliger auf der Zunge, der hier ist es nicht. Aber der hat einfach so dieses Rauchige von Artback und zeigt das sehr, sehr schnell. Kann man ihn empfehlen? Für einen Artback-Fan ist es natürlich überhaupt keine Frage, ob man den sich besorgen soll oder nicht. Ja, man kann ihn auch jemanden, der Artback entdecken will, durchaus empfehlen. Es ist vielleicht nicht so, dass er der allerbeste Artback ist, den es bislang zum Artback Day gegeben hat, aber er spielt in der Oberliga mit, ganz ohne Zweifel, und macht einfach klar, was Artback ist. In diesem Sinne, wenn Sie ihn bekommen können, dann nehmen Sie sich ihn, genießen Sie ihn, und von mir aus ein Slange und danke fürs Zuschauen.